Hey Leute, willkommen zurück bei Binding of Isaac. Wir haben ja letztes Mal mit Cain die Mutter erledigt. Und nicht nur die Mutter erledigt, sondern auch waren in dem Bauch der Mutter. Warum steht hier eigentlich Marmkills immer noch eins? Ich verstehe es nicht. Die Mutter erledigt im Bauch und haben ihren Herzen zerstückelt. Ihren Herzen. Ich finde meine Grammatik immer noch toll. Sie hat sich nicht verbessert während der ganzen Aufnahmezeit. Und ich habe überlegt, ob wir heute ein Challenge machen oder ob wir mal kurz mit Maria Magdalena anfangen. Übrigens, wir haben Judas ja freigespielt. Der hat noch ein Herz weniger als Cain und ist aber ein bisschen stärker und hat Book of Belia, was ihn nochmal stärker macht. Aber naja, sagen wir so, naja. Ach so, Samson ist gut um... Den könnten wir gut im Challenge-Mode freischalten, sehe ich gerade. Okay, machen wir Maria Magdalena, die wenig Schaden macht, sehr langsam ist, aber dafür mit dem Yamhart und mit vielen Herzen eine ganze Menge aushält. Heißt, Damage-Items. Wo bekommen wir die her? Auf jeden Fall nicht in diesem Raum. Ihr kriegt schon mit, wir brauchen wenigstens 3 Schüsse, um die Flammen hier kaputt zu machen. Ah, das wird ja schon wieder, das wird ein bisschen längerer One werden, denke ich. Solange wir uns einigermaßen gut anstellen. Vielleicht, oh Gott, ist die langsam. Ja, ja. So, die machen mir jetzt keine Sorgen. Ja, ganz ruhig. Eine Bombe wäre ganz praktisch. Hallo? Na? Ui, da haben wir sie. Dann machen wir es gleich hier. Und ein Silberherz. So, machen wir die Dinge noch kaputt. Einfach nur wie eine Komplexität. Einfach nur, damit es komplett wird. Ich muss gerade bei mir das Sound einpegeln. Ich finde zwar die Musik geil, aber sie ist laut. Ich habe eigentlich schon längst geregelt, aber das ist doch manchmal zu laut. Schubdewupp. Nehmen wir das mit. Wir können das Yamhart erstmal kurz hier liegen lassen. Versuchen, den Bossraum zu finden. Ja. Denn das Yamhart füllt uns ein Herz wieder auf. Und Schubdewupp macht halt das, was es sagt. Es macht Schaden. Nicht zu wenig. Auch leider nicht viel. Das ist ein bisschen so nervig an diesem... Ach ja, klar, jetzt zweimal hintereinander getroffen. Das ist ein bisschen nervig an diesem Gegenstand. Und... Widow! Oh, damit könnte man ihn vielleicht sogar erledigen. Wohl. Also gleich in besonderer Form. Ach ja, klar. Ach, jetzt haben wir ihn getroffen. Die schnellere Form. Die kleinere, schnellere Form. Dadurch, dass wir das Spiel ein bisschen gut durchgespielt haben. Ja, ist okay. Widow, komm mal her. Dafür kannst du auch nicht so weit springen. Vielleicht ist das unser Vorteil, den wir mal begutachten sollten. Ach. Gott. Habe ich nicht gerade gesagt, unser Vorteil? Und was mache ich dann? Ich lasse mich dann dort wieder treffen. So, die kleinen Blutwarzen machen wir kaputt. Dann haben wir auch schon das erste Item. Den Lipstick. Was macht der nochmal? Range. Ach, ne. Naja. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Nervt. So, hier hatten wir noch ein Herzen. Oh, da lohnt sich das wieder nicht, das Soul Heart zu nehmen. Das Yamhart. Das braucht auch immer ewig, um aufzuladen. Das ist auch ein bisschen so nervig an diesem Gegenstand. So, das machen wir ja auch kaputt. Wir könnten in den Opferraum gehen. Dann ist unser Herz wieder weg. Nee, egal. Und. Ja, es hat sich extrem geil gelohnt. Muss ich mal sagen. Hat sich super gelohnt. Schubdewupp, ich überlege gerade. Lassen wir das? Ich kann das ein bisschen unkontrolliert abfeuern, nur. Ach, ich nehme es hier am Hart. Das ist mir echt ein bisschen lieber. Ich nehme es hier am Hart. Und wir verbrauchen schon 5 Minuten für die erste Ebene. Das ist extrem lange. Wir haben noch nicht mal die Secret Rooms gesucht, abgesehen davon, dass wir weder einen Schlüssel noch einen Bomber haben.
Noch so eine Sache, die mir bei Maggie nicht gefehlt. Warte mal einen kleinen Moment, Leute. So, da bin ich wieder. Ah, besser. Und wir gehen in die nächste Ebene. Und zwar, ja, auch wenn wir jetzt einen Perücke anhaben, träumen wir doch immer noch davon, dass wir kein Toilettenpapier haben und ausgelacht werden. So, wir brauchen einen Schlüssel. Wir haben den Item Room gefunden, aber Schlüssel ist immer noch die Wiese. Und ihr jammern und Heususen, könnten wir sonst wohin gehen. Die sind jetzt mir auch nicht besonders beeindruckend, die ganzen Fliegen. Die ist vielleicht noch nervig, wenn sie mal rauskommen würde. Ja, kommt so aus dem Moloch. Okay, kommt schon. Lasst euch treffen. Wow. Okay. Die rote Blase war zum Glück über meinem Kopf. Darauf hatte ich ja überhaupt keinen Bock gehabt. Komm, Flieger. Bombe wieder. Mann, wir brauchen Schlüssel. Ich glaube, mit Isaac kriegt man noch mit einem Schlüssel schon mal an. Das ist der Vorteil bei Isaac. Oder war es mit einer Bombe? Das wird leider nie angezeigt bei dem Auswahlmenü. Dass man auch nur so ein spezielles Item hat, dann was dann mit dem man startet. Das ist es schon wieder gewesen. Mein Gott. Oh, ein Schlüssel. Yes. Vielleicht ein Speed-Item. Vielleicht. Guck mal, ihr müsst mal kurz schauen. Wir haben hier einen roten Mund wegen dem Lipstick. Passend zu Maria, ne? Zu Magdalene. Gerade einen Schluck Wasser genommen. Bin immer noch ein bisschen leicht erkältet. Deswegen kam ein Tag bei Grants auch kein Video, weil ich krank war. Oh, Poison Bombs. Wir haben natürlich gleich 6 Bomben bekommen noch zusätzlich. Ist natürlich auch ziemlich geil, muss ich mal sagen. Auch der Radius wird, glaube ich, dadurch erhöht, der Sprengradius. Och, das ist ja süß. Das ist so ein Raum. Nee. Okay, also ich musste Wasser trinken, weil ich war ich war mehrere Tage krank gewesen und deswegen ist ein Tag ausgefallen, so rum wollte ich es erzählen. Und deswegen entschuldige ich mich, wenn ein Tag nicht Isaac kam. Dafür kam eben der geile Run gleich hinterher. Den ich ja eigentlich aufnehmen wollte, aber es nicht geklappt hat, aber dafür habe ich ja den anderen Run gehabt. So, meine Lieben. Ihr dreht mal eure Kreise. So, da haben wir noch einen, der vor mich verfolgt. Und die restlichen schwabbeln nur so vor sich hin. Ja, ich habe keinen Bock auf die ganzen blutenden Viecher. So, die können wir auch so erledigen. Aber jetzt haben wir sie immer noch schöner aus übrigens. Ich habe ja gar nichts zu unserem Äußeren gesagt. Tut mir leid. Ich habe mir noch eine Goldruhe gehabt. Vielleicht gehen wir noch dahin. Ui. Wenn sie diagonaler schießen, dann gehe ich mal gleich ganz normal von oben hier auf den. Dann können wir dich mal ordentlich mal begutachten und erledigen. Was haben wir hier? Oh, okay, genau die andere Sorte. Den ich überhaupt nicht mag. Hm. Cool. Okay, warte mal kurz. Wir versuchen es mal. Komm hoch, du! Ist der ein Feigling? Ist der ein Feigling? Weil ich gerade so eine Pause gemacht habe, überlegt wegen Secret Room und so. Weil der könnte da unten auch sein. Mann! Streng, lass mich nicht so anstrengen. Ui! Pink Eye ist super. Aber kein Damage Upgrade an sich. Auch wenn wir driften. Es ist immer noch kein Damage Upgrade. Und wir sind eigentlich momentan ziemlich gut. Ich warte immer noch, ob das Yammer hat zu benutzen. Und ich kann es auch einfach nicht benutzen. Ja. So, jetzt haben wir zwar genug Geld, aber naja, gut, fast genug Geld.
Ah, ich überlege gerade Super Secret Room. Dann machen wir nach dem Boss Fight. Nämlich aus einem einfachen Grund. Weil ich nicht weiß, was für ein Boss wir bekommen. Fame. Na gut. Unser geliebter Reiter der Apokalypse. Und zwar, ich überlege gerade. Was haben wir denn da? Reiter der Apokalypse. Ah, ich muss ein bisschen hier diagonal gehen, damit da Leute anspielen. Genau. Tod ist es nicht. Pest ist Pest nicht, auch nicht. Hunger? Könnte es Hunger sein? Krieg ist auch nicht, also ist es Hunger. So, das ist jetzt die beste Sache. Okay, jetzt, ja, okay. Das ist nochmal ein bisschen unangenehm. Ja, da musste ich reinrennen. Weil ich so geil bin. Okay, und wir haben The Book of Revelation freigeschaltet. Ein interessantes Buch. So. Das gibt uns nämlich ein Seelenherz und es ist immer die Möglichkeit, oder wenn man das Book of Revelation hält, dann bekommt man immer einer der vier Reiter der Apokalypse auf den jeweiligen Basements, auf den jeweiligen Ebenen. Aber immer auf der, ja, alle zwei Ebenen bekommt man wenigstens einen Reiter der Apokalypse. Bleiben Moment nochmal, Leute. Oh! Buh, buh, buh. Ich gerade selber motivieren hier. Nein, macht der Isaac super Spaß. Motivieren ist falsch ausgedrückt. Nur wegen Wolf of Wall Street, falls ich es mal gesehen hatte. Genau, wegen Book of Revelation, dann bekommen wir mal ein Seelenherz, wenn wir das aktivieren. Das kann sich auch relativ schnell auf und früh aufladen. Und es garantiert uns immer, dass ein Reiter der Apokalypse kommt, weil wir haben hier ein Mietstück um uns herum fliegen. Und dieses Mietstück kann sich, ja, kann sich upgraden, kann man so sagen. Und zwar, je mehr Reiter wir töten. Problem ist, wir bekommen keine anderen Übergegenstände dafür. Zum Schluss haben wir dann einen Meat Boy und einen Super Meat Boy. Wir sind, ja, ganz gute Items. Der Meat Boy, der erste Meat Block beschützt uns, der zweite würde schon schießen in die Richtung, wo wir hingehen. Und der dritte verfolgt schon die Gegner und der vierte macht es ein bisschen schneller und macht dann mehr Schaden. Also die rennen in die Gegner rein und machen dadurch Schaden. Also ganz im Gegensatz zu dem Meat Boy, der eigentlich existiert, der ja dadurch bei jeder kleinsten Berührung sofort stirbt. Und ja, das ist halt, das sind ja auch die Macher von Meat Boy. Oder Super Meat Boy. Deswegen haben die da hier so eine Spielreferenz ans eigene Spiel gemacht. Haben aber auch Referenzen an Minecraft und sowas. Auch an andere Spiele. Ja, Shoop the Whoop ist ja ein gutes Spiel. Das ist nur ein Internet. Och ja, klar. Müssen wir gleich wieder übertreiben hier. Was hat ihr denn? Wir machen eindeutig zu wenig Schaden, weil ich hier nicht die ordentlich platt machen kann. So, jetzt haben wir auch 15 hiervon. Ich nehme noch nicht das. Doch, das Yamahat nehme ich schon mal. Und darauf warte ich immer noch, weil das Yamahat kann sich jetzt wieder voll aufladen. So, die machen wir erstmal platt hier. Okay, warte mal, warte. Zack. Komm hoch, Flieger. Jetzt weiß ich nicht, wo ich am besten hingehen soll. Ich gehe mal ganz nach oben. So. Okay, die ist getroffen und geschüttet worden. Was? Das war jetzt unfair. Normalerweise trifft die einen nicht, wenn man genau stehen bleibt. Das war jetzt unfair. Okay, wir nehmen ein volles Herz, damit wir gleich wieder die volle Energie haben. Nee, das fand ich fies. Das war echt nicht fair. Echt böse. Nicht erlaubt.
So, dadurch, dass wir die letzten Parts wieder so... Hier, seht ihr, jetzt treffen sie mich eigentlich nicht. Dadurch, dass wir die letzten Parts so früh aufgehört haben, würde ich sagen, machen wir hier noch keine Pause, sondern machen erstmal weiter. Nur überlege ich gerade, wie wir es am besten angehen. Ich würde mal sagen, wenn der Cube bei mir hier befindet und der Schuss jetzt... Okay, jetzt wieder. Und eine Tarotkarte. Ah, the Devil. Kam da nicht der Huf von dem Teufel runter? Okay. Die Slotty ist wieder. Nee, du kannst mal hier unten. Kann man hier unten schießen? Ja. Genau. Danke. Dann brauche ich keine von meinen Giftbomben kaputt machen. Wir brauchen so extrem lange. Ja, jetzt übertreib nicht schon wieder, du. Jetzt ist die Frage, wenn da drinnen ein Miniboss ist, würden wir es trotzdem schaffen? Okay, One-Up-Pilz. Super. Wir haben noch nicht den Item-Room gefunden, deswegen will ich nicht den Schlüssel für den Job verwenden. Nehmen wir schon das Yamahat. Nehmen wir noch das Herz, was wir da haben, und dann nehmen wir das Yamahat, meine ich damit. Ich würde mal kurz doch... Ja, das ist ein großes Problem. Nehmen wir das Yamahat, zack. Okay. Die sollten auch nicht so ein Problem sein. Das Flamme muss ich schon ein bisschen drauf achten. Wir brauchen eine halbe Ewigkeit, um das kaputt zu machen. Okay. Feuer mache ich mal auch lieber aus. Wow, ja klar. Ja, ja, das hast du gedacht. Nein, jetzt habe ich den Shop aufgemacht wegen dem Scheiß. Wegen der Scheiß Flamme hier. Hey. Wir nehmen das Seelenherz. Eine Möglichkeit bestünde noch, dass wir nochmal einen Schlüssel bekommen. Die Möglichkeit wäre dann hier drunten. Der Teleporter. Das war genau die Möglichkeit, die jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Ach, ich wollte nicht in den Shop. Nur weil ich so nah war, um das Feuer zu. Ach, ich hätte erstmal das andere aufmachen sollen, verdammt. Die Moms Tasche will ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Die erlaubt uns zwei Trinkets mitzunehmen. Ja, vielleicht bekommen wir jetzt noch ein bisschen Geld. Warte mal, der Devil? Wir probieren es gleich. Ich dachte, das war doch, glaube ich, der Pferde. Ach, wir machen mehr Schaden. Okay. Okay, das könnte uns gleich sowieso das Ende sein. Weil der Boss extrem hart ist, für dich persönlich. So. Aua. Ja. Wow. Okay. Vielleicht kriegen wir da noch Platz. Bleib du mal da oben. Yes. Little Chat wurde freigeschaltet. Und wir bekommen dieses spezielle Item. Wow. Und nehmen wir Space. Wir fliegen jetzt, ne? Das ist nur zur Hälfte aufgefüllt, schade. Und können dann mit Sachen zum Beispiel erwischen, die übergraben sind, über Gräben. Wir können jetzt auch über Steine, über Gräben oder über alles gehen. Also hier, zack, jetzt sind wir relativ frei. Die Gedanken sind frei und sowas alles. Was hätten wir noch hier drin in den Shop gehabt? War das eine Bombe? Überleg gerade. Kaufen wir uns nicht. Deswegen war die einzige Möglichkeit noch da drin, dass wir vielleicht deren Schlüssel da drin vielleicht noch weiterkommen. Okay, Leute, wir haben noch einen One-Up-Pilz. Yamahat nehmen wir nicht mehr, wir nehmen das Pferdchen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.